Willkommen liebe Zuschauer zu Spirit Leben mit Stil. Die Zahl der Singles wächst stetig. In Großstädten sind beinahe 50% der Haushalte Ein-Personenhaushalte. Die Zahl der Menschen wächst, die Eheangst haben. Viele Paare leben zwar zusammen, scheuen sich aber davor, diesen Schritt zu tun. Und die Zahl der Scheidungen wächst. Im Jahr 2003 kamen auf etwa 384.000 geschlossene Ehen 215.000 Scheidungen im selben Zeitraum. In diesem Zusammenhang vom Gelingen einer Ehe zu sprechen, Gräfin Ballestrem, Sie sind Familientherapeutin und Psychologin. Ist das nicht fast schon utopisch? Ja, eine, eine schwere Frage. Also ich denke, dass ähm, aus meiner Praxiserfahrung, dass das Bedürfnis der Paare, eine glückliche Ehe zu führen, ganz gigantisch groß ist. Und ähm, die Ursache dafür liegt, glaube ich, auch in der Natur der Menschen einfach schlicht. Ähm, wie auf der Seite der Ehe, und zwar der lang andauernden Ehe und der Treue, steht nämlich nicht nur die katholische Kirche oder auch die evangelische Kirche, sondern auf der Seite der ehelichen Treue und der nachhaltigen Liebe steht auch die Forschung, und zwar die Glücksforschung, die Hirnforschung, die relativ junge psycho neuro Immunologie-Forschung, die darüber nachdenkt, was macht den Menschen gesund. Es steht auf der Seite der ehelichen Treue, die volkswirtschaftlichen sogenannten externen Effekte. Denn Ehepaare, die zusammenhalten, sind ungeheuer gesund. Die Singles dagegen und ganz besonders Single-Männer haben eine um etwa 20 Jahre geringere Lebenserwartung als verheiratete Männer. Das hängt mit unterschiedlichen Dingen zusammen, können wir vielleicht nachher noch darüber sprechen. Ja, so ist es. Also und nicht nur der beste Vertreter für die lang andauernde Ehe und Familie ist in unserem Land das äh, Bundesverfassungsgericht, muss ich sagen. Warum? Nicht etwa die Politik. Warum das Bundesverfassungsgericht? Weil sie eben einfach Urteile fällen, die der auf Ehe basierten Familie zugutekommen. Sie haben gerade mehrmals den Begriff Treue erwähnt. Mhm. Es gibt viele Ehepaare, die schwärmen von der sogenannten offenen Ehe. Also ja. beide Partner können im Grunde machen, was sie wollen. Ist Treue so wichtig für eine Ehe? Die Forschung wieder zeigt, dass die Ehen am glücklichsten sind, wo sich die einzelnen Partner vom anderen unterstützt fühlen in ihrer Entwicklung. Und diese Art der Unterstützung in der Entwicklung entspricht im Grunde einem Art Opfer. Was der eine Partner für den anderen gerne tut, zum Beispiel, also etwas, was in der theologischen Anthropologie des Heiligen Vaters nennt, nennt, nennt er das Hingabe. Diese Unterstützung des anderen in seiner Entwicklung ist eine ganz fantastische Vorhersage für Ehezufriedenheit und Ehequalität noch nach vielen Jahren. Und. Ähm, treue ist eben eine art was in der biologie in der umwelt in unserem umweltbewusstsein die sogenannte nachhaltigkeit ist. wenn man die christliche ehe betrachtet sie haben gerade schon die hingabe erwähnt sind das ja begriffe die da vorkommen die ja für eine sogenannte moderne ehe fürchterlich abschreckend wirken zum beispiel ja. dieser begriff der vollkommenen hingabe. Ich, ich kenne Leute, die das hören, die sagen, das hat was von Sklaverei. Das ja. heißt, der eine ordnet sich dem anderen unter, in der Regel die Frau dem Mann. Mhm. Und ähm, es wäre also keine Partnerschaft, sondern diese vollkommene Hingabe mhm. bedeutet keine Selbstverwirklichung. Kann man das so sehen? Keine Selbstverwirklichung. Ja, das wird immer so genannt. Genau. Oder auch die Selbstaufgabe der Mutter. Mhm. Das ist eine Art verbale Manipulation, die man heute mit den äh, Rollen von Frauen, Männern, Vätern, Müttern, Macht, die Kinder als eben als Fessel bezeichnen und nicht als ein gigantisches Entwicklungspotenzial. In der Psychologie sagt man ganz im Gegenteil, was lehrt mich mein Kind? Was lehrt mich, was bringt es mir für meine Entwicklung? Was lehrt mich mein Mann? Also, wir sind ja ganz eindeutig angelegt auf, auf das Du, auf den anderen. Und in diesen, das ist eine eine entwicklungsgeschichtliche Selbstverständlichkeit, es ist eine kulturelle Selbstverständlichkeit, denn nur durch diese Gemeinsamkeit zwischen Mann und Frau entsteht das kulturelle Gedächtnis. Und dann ist es auch eine religiöse Selbstverständlichkeit, denn in diesem Bund von Mann und Frau verwirklicht sich das, was der Heilige Vater sagt, den du aus Liebe erschaffen hast, hast du zur Liebe berufen. Sozusagen wird diese Liebe sakramental einfach weitergegeben. Also es sind drei Ebenen und die sind so stark verwurzelt in der Natur des Menschen, dass die Forschung eben auch gar nicht umhin kann, das experimentell und immer wieder zu äh, erhärten. Was bedeutet denn vollkommene Hingabe in einer Ehe? Also Sie haben das eben schon angesprochen, vollkommene Hingabe, <laughs> wenn, wenn die einseitig ist und sie ist nicht, dann ist sie natürlich gefährdet, dass sich der eine oder der andere zum Fußabtreter des anderen macht. Das ist klar die vollkommene Hingabe des Einen an den Anderen bedeutet, ähm, ich werde kann nicht mehr wachsen, ohne dass auch du wächst. Ähm, äh, es ist mir unendlich wichtig zu sehen, was für dich wichtig ist. Ähm, wir sind zusammen, eine Einheit, die also nur zusammen wachsen kann. Es gibt so ein, ein Zitat von Dick Covey, der ist ähm, hat die sieben Wege zur Effektivität geschrieben. Er sagt, wenn in einer Ehe einer gewinnt, gewinnt keiner. Nur wenn zwei gewinnen, dann gewinnt die, gewinnt die Familie. Diese vollkommene Hingabe müsste also gegenseitig sein. Ist im Bestfall gegenseitig. Ist. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass jemand, der Mann oder Frau, der diese vollkommene Hingabe übt, auf die Dauer einen Ansteckungseffekt hat und dafür gibt es Beispiele, denn es gibt ja nicht sozusagen Sagen wir, wenn sie von 0 bis 10 gehen, gar keine Hingabe und 10 ist die vollkommene Hingabe, dann ist der Mann ja oder der Partner, das Gegenüber, die Frau, ja auch irgendwo bei 3. Und das ist ein Lernprozess. Was bedeutet das? Nie, beide werden im Zweifelsfall nie bei 10 landen. Aber es ist ein Weg, ein Prozess, der das sich um das Wohl des anderen besorgt. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstlosigkeit. Würde ich nicht unbedingt sagen, ich meine letztlich, ähm, letztlich Selbstlosigkeit im Sinn von, äh, dass man nicht die Herrschaft der direkten Bedürfnisbefriedigung lebt. Aber ich glaube, es gibt eine Art Wissen des Menschen um das dauerhafte Glück. Und ich meine, diese kleinen Sprüche, Sie kennen sie aus dem Poesiealbum, bei uns gab es das früher. Ähm, Willst du glücklich sein im Leben? Trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das ist diese Erfahrung, dass, dass das einfach auch glücklich macht, wenn man für einen anderen Menschen da ist. Übrigens, was die Ehe und Familie betrifft, gibt es ja jetzt diese Glücksuntersuchung des Allensbacher Instituts. Da ist die Phase des frühen, frühen Ehe mit den ersten Kindern. Wo beide Eltern das Gefühl haben, wir sind intensivst beide für dieses Kind da und füreinander. ist die glücklichste Phase, also da, wo sie sagen, ich habe mich wie im siebten Himmel gefühlt, phasenweise. Und entspricht äh, auch der anderen Glücksphasen, zum Beispiel der das, das ersten Verliebtheit ausgesprochen. Also man hat da eine Art von Belohnung. Glücklich sein ist ja eine Belohnung, oder? Wie Sie sagen, ist selbstlos. Für mich ist Wenn Sie die Feministinnen zitieren, die sagen ja, mhm. die Ehe wäre eine Fessel für die eigene Selbstverwirklichung. Mhm. Das scheint ja dann eine ganz falsche Auffassung von Ehe zu sein. Das kommt aus diesem ähm, unglaublich ähm, flachen Marktdenken äh, der Bedürf direkten Bedürfnisbefriedigung, der Instant Gratification. Das war sozusagen die Idee der Feministin, das ist das, was die Männer haben. Sie haben es in allen Bereichen: Sie haben das Geld, sie haben die Macht, sie haben das Sagen, sie können überall sich auch äh, sexuell betätigen ohne Folgen. So haben sie das interpretiert. Das war, würde ich sagen, eine Fehlanalyse und haben gesagt: Das wollen wir auch haben. Und in dem Sinn, um so eine Art von Männer, äh, erfundener Männeridentität für die Frauen zu haben, äh, steht natürlich die Familie im Wege. Aber das war, wäre auch für einen Mann keine beglückende Identität, denn das wissen wir, dass die Singles, dass es denen ausgesprochen schlecht geht. Es gibt ein interessantes Phänomen, das nennt sich das Hedonismus-Adaptation. Das heißt, wenn sie sich immer was ähm, Tolles leisten können, gewöhnen sich ganz schnell an die neue Baseline ihres Lebens, an die neue Linie, und ähm, dann langweilen sich wieder damit. Die muss die nächste kommen. Wenn sie aber im Glück einer Familie oder eines gegenseitigen Füreinander-Dasein. Wenn Sie in dieser Einstellung handeln, dann zehrt sich dieses Glück nie auf. Man stellt aber häufig fest bei jungen Ehen, dass also eine Krisenresistenz fehlt. Das heißt, solange ja. alles gut läuft, funktioniert auch die ja. Ehe. Sobald aber Schwierigkeiten auftauchen, Geldprobleme, Arbeitslosigkeit, mhm. sobald Kinder kommen, wenn gebaut wird und die Finanzprobleme steigen. Passiert es gerade bei den jüngeren Ehen häufig, dass sie sehr schnell wieder getrennt werden. Woran mhm. liegt das? Ja, das ähm, liegt an vielen Dingen. Also eine gute Ehe beginnt sozusagen mit der Gebucht des Menschen, denn da entsteht sein Bindungs Bindungswissen, seine Bindungssicherheit. Und ähm, ein, jemand, der eine große Bindungssicherheit hat, kann mit seinen Emotionen gut umgehen, hat ein gutes Selbstwertgefühl, packt voller Freude neue Herausforderungen an. Diese Bindungssicherheit ist sozusagen nur noch zu 55 Prozent in unserer Bevölkerung vorhanden, wenn man auf die Forschung schaut. Und sehr viel gibt es diese Bindungsstörungen. Wie wirkt sich das jetzt auf die Ehe aus? Also in der Ehe ist es so, dass eine bindungssichere Person, die sich streitet mit dem Gegenüber, die sagt, wir haben jetzt hier einen Streit miteinander. Ist ganz klar kein Problem. Den lösen wir auch. Die bindungsunsichere Person, die einen Streit hat, die wird zutiefst schon in ihrer Sorge um die Bindung erschüttert. Die sagt, das ist nicht nur ein Streit, das geht an meine Beziehung. Aber eine bindungssichere Person, bei der geht das nie an die Beziehung. Also da fängt schon mal die. Ähm, die Problematik für Leute, die mit Krisen nicht mehr fertig werden. Also bindungssichere Personen haben eine größere Krisensicherheit. -Krisens Dann ist das Wissen um Krisen sehr gering. Also ich finde ganz wichtig bei einer Ehe, ähm, bei der Arbeit an einer Ehe, ich kann man ja mal so nennen, ähm, dass die wissen, wie so eine Eheentwicklungsphasen ablaufen. Sie haben die... Vorkinderphase, Sie haben die Kleinkindphase, Sie haben die Schulkindphase, dann gehen die Kinder aus dem Haus, die sogenannte leere Nestphase und dann haben Sie die Phase der hoffentlich Großeltern oder der Pensionierten. Und zwischen all diesen Phasen gibt es Krisen, Wendekrisen nennt man das. Und ähm, eine Wendekrise ist natürlich zum Beispiel zum Kleinkind, wenn Sie ein, ein Kind bekommen. Da kommen dann also große Rollenprobleme. Rollenverteilungsprobleme. Zuerst hat die Frau mitverdient, klar, war alles wunderbar, er hat mitgespült. Plötzlich ist er der Alleinernährer, sie ist immer zu Hause, er versteht nicht, warum nicht alles aufgeräumt ist, warum er jetzt noch mitspülen soll und so weiter. Und dann gibt es diese, diese Auseinandersetzung, die auch so ein bisschen ein altfeministisches Erbe ist, aber auch berechtigt zum Teil, denn die, das Bild hat sich verändert. Dann, ähm, in dieser Zeit sind die höchsten Scheidungsraten leider. Obwohl ich eben gesagt habe, da ist auch das größte Glück. Aber es gibt eben auch die höchsten Scheidungsarten. Die zweiten höchsten sind bei dem, in dem Moment zwischen 40 und 50, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Dann sind die beiden plötzlich wieder aufeinander und sagen, wie in, in diesem Film, wie hieß er, About Schmidt: Wer ist diese fremde Frau in meinem Bett? Sie sind plötzlich wieder aufeinander. Das Kind ist weg, das Thema ist weg und so weiter. Äh, wenn man das weiß, dann weiß man, dass das ein Entwicklungsproblem ist, aber kein Problem der Menschen eigentlich so stark. Und dass man damit umgehen, lernen muss und sich rück auch mal Hilfe suchen. Man muss in der Ehe auch eine Streitkultur entwickeln. Absolut. Aber ja. diese Streitkultur, die muss ja in Liebe stattfinden, damit man sich nicht gegenseitig verletzt. Das ist ja auch ein Lernprozess. Mhm den man da durchmachen muss als mhm. Ehepartner, dass man bestimmte Grenzen einfach nicht überschreitet. Mhm. Ehe ist ja auf lebenslange Dauer angelegt. Es gibt viele alte Ehepaare, die sagen, ja, wir sind jetzt resigniert, wir leben jetzt schon seit 30 Jahren zusammen und ein großes Thema ist das äh, sogenannte sich Auseinanderleben. Das könnte man sagen, das ist ja völlig normal. Wenn man so lange Jahre zusammenlebt, dann lebt man sich auseinander, weil mhm. man sich so lange mhm. kennt. Ist das normal oder kann man das vielleicht auch anders gestalten oder verhindern? Ja, also sozusagen, diese, das haben Sie sehr gut beschrieben, finde ich. Dieses lange äh, Zusammenleben muss immer wieder neue ähm, Vitaminstöße bekommen. Erstmal haben wir die Kinder da. Trotzdem ist sehr wichtig, dass die Paarebene lebendig bleibt. Und gerade, also es gibt eine Regel, äh, solange die Paarebene lebendig ist, passiert den Kindern gar nichts. Die, wenn die Kinder wissen, es geht meinen Eltern gut, dann geht es ihnen gut, das wissen die. Also muss in sollte immer, weil wir auch wissen, wir sind eben manchmal 50, 60 Jahre zusammen, in diese Paarebene investiert werden. Ein wichtiger Punkt für gelingende Ehen sind gemeinsame Interessen. Also pflegen Sie alle junge Paare gemeinsame Interessen: Sport, Musik, ähm, Theater, Kino, auch aktiv Bergsteigen, was immer. Ähm, uns hat ein sehr netter Onkel, der auch Jesuit war, als Ehevorbereitung mitgegeben, lest regelmäßig schöne Literatur zusammen. Also nicht nur Sachliteratur, sondern wirklich schöne Literatur oder Gedichte zusammen. Hört Musik zusammen. Ich weiß heute, wie, was für ein guter Rat das war. Also, das muss immer wieder, wenn man Marktsprache ruhig mal benutzt, in diesem, auf dieses Konto Ehe. Qualität, Ehe, Reichtum, gemeinsame Interessen, geistige Interessen eingezahlt werden, damit man da auch später immer wieder abheben kann. Es ist jetzt oft so, dass die Eltern gerade, wenn das erste Kind kommt, sich ein wenig auseinanderentwickeln. Also öfter so erlebe ich zumindest, mhm. dass der Mann sich dann beruflich weiterentwickelt und in ganz anderen Sphären ist. Vor allem, wenn er selten zu Hause ist und die Frau, die sich um das Kind kümmert, ja. mhm. lebt im Grunde in einer ganz anderen Welt und manche habe ich so den Eindruck, vernachlässigen sich ein wenig und entwickeln sich nicht weiter. Und nach einiger Zeit ist dann zwischen den Eheleuten so eine große Diskrepanz, mhm, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen soll. Gibt es für die noch eine Möglichkeit, wieder zusammenzufinden? Oder ist das dann schon ein Zeitpunkt, wo man sagt, das mhm. ist fast schon zu spät? Also, ich glaube, das ist sehr selten zu spät und das kann man so allgemein nicht beantworten, leider. Das kann, mhm. kann ich nur am einzelnen Fall sozusagen beantworten. Im Grunde sagt man in der Therapie, die. Paare sind die Experten ihrer eigenen Situation, die wissen selbst am besten, wo sie ihre Ressourcen haben und haben meistens sehr viele und wollen meistens zusammenbleiben. Zu spät ist es. Es gibt übrigens diese, ich habe Ihnen eben gesagt, die zweithöchste Scheidungsquote ist die äh, nach 40 und die wird von Frauen meistens eingegeben. 60 Prozent der Anträge werden von Frauen gestellt, aber ein Jahr später, apropos, ist es ist nie zu spät, sagen die Frauen zu 80 Prozent, es hätte nicht sein brauchen. Das sind solche Kurzschlussreaktionen äh, auch manchmal von außen, von den Freundinnen eingeflüstert. Ähm, ja, ihre Frage, ist es zu spät, das mit dem Auseinanderleben? Ich muss sagen, ich erlebe das nicht so. Ähm, die Frau, die zurückbleibt, das war ein Problem der früheren Jahre. Die sind doch meistens sehr gut ausgebildet, sind sehr stark die Frauen heute, sie haben eigentlich mehr das Problem, dass der Mann nicht mit ihnen kommuniziert. Das ist eigentlich mehr das, das was ich an, an ähm, Kümmernissen oder Klagen höre von Frauen. Und von Männern habe ich noch nie gehört, dass die Frauen ihnen nicht mehr ausreichen. Also die Gründe für Scheidung, die angegeben werden sind, an erster Stelle schlechte Kommunikation, an zweiter Stelle geht es auch oft dann um Sexualität, was aber auch mit der Kommunikation zu tun hat. An dritter Stelle wird dann der Charakter des anderen genannt, was eine sehr allgemeine ähm, Beschreibung ist. Es ist manchmal sozusagen, also mir scheint, das ist alles eine Sache, die mit Kommunikation zu tun hat. Den Charakter kannte man ja schon vor der Ehe, <laughs> kannte den hätte man gar nicht heiraten <laughs> müssen. So ja. ist es. Also dieses mit dem, also kann ich Ihnen gar keine Antwort geben, weil ich da in die Richtung keine Erfahrung habe. Wie sich Frauen weiterentwickeln können in der Ehe und auch wenn sie bei den Kindern bleiben, da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Also die machen das auf vielfältige. Viele lesen, also ich hatte eine amerikanische Freundin, die hatte ihre Kinder, sogar sechs Kinder, so gut erzogen, dass sie, als sie aus dem Haus verließen, auch der Sechsjährige, waren alle Betten gemacht. Die Schränke in Ordnung und sie ist einmal durchs Haus gefahren mit dem Staubsauger und dann war das erledigt und ab da hat sie gelesen. Und dann hatte sie so viel Zeit, äh, wir sind im Universitätsbereich gewesen, äh, ihre Freunde von der Fakultät am Abend einzuladen, dass bei ihr ständig wunderbare, gemütliche Treffen waren. Also, die war immer auf der Höhe des Berufs ihres Mannes, der Philosoph war. Also nicht, als dass sie hätte mitphilosophieren können, aber sie wusste, was seine Interessen sind und hatte ihre. Ich glaube, ich würde Müttern raten, wenn die sehr viel, wie, sie, wie heute, müssen sie dahin fahren und dahin fahren, die Kinder abholen und warten, und hier ist Musikunterricht und da kleine. Theaterstücke mitzunehmen oder Gedichtbände und in, wenn sie da sitzen, das zu lesen. Da hat man viel Zeit zum Lesen. Geld, das haben sie auch als Erfahrung, oder? Die. Mhm. Es passiert jetzt öfter, wenn eine Ehekrise ist, dass die Partner sich gegenseitige Betonköpfigkeit, vor allem Uneinsichtigkeit vorwerfen. Ja. Ja. Ist das wirklich ein wichtiger Faktor und kann man das irgendwie umschiffen oder wie kann man einem uneinsichtigen Partner etwas trotzdem klar machen? Also die. Ähm Du-Botschaften, wenn man sich gegenseitig Betonköpfigkeit vorwirft, dann ist das ja eine Du-Botschaft, die ist eigentlich nicht dazu geeignet, du bist ein Betonkopf mhm. und du bist genauso grässlich wie deine Mutter oder so, nicht geeignet, eine Art von Kommunikation oder eine Beziehung lebendig zu erhalten oder auch zu einem Ergebnis zu kommen. Also sollte man bei einem solchen Gespräch unbedingt bei der, beim Anlass, der einen gestört hat, bleiben, dabei bleiben, wie man sich damit gefühlt hat. Und was man vielleicht stattdessen lieber gehabt hätte oder so. Das sind einfach schlicht Techniken, die, glaube ich, Ehepaare heute wirklich brauchen und die zum Beispiel die amerikanischen Ehevorbereitungskurse in, ausgesprochen anbieten. In Deutschland gibt es auch, das hat die katholische und evangelische Kirche gibt sehr, bietet solche Kurse an. Also schon vor der Ehe? Eigentlich nicht vor der Ehe bisher, soweit ich das kenne. Sie bietet ähm, für Ehepaare an und dann wird es auch sehr gut aufgenommen. Und ähm, es gibt es frei, ich glaube, von der Diakonie hin und wieder auch angeboten für wer immer kommen will. Das Problem mit diesen Kursen ist natürlich, dass der Leidensdruck erstmal da sein muss. Man muss erst merken, bei uns, sie sprechen nicht mehr miteinander und äh, oder, äh, dann erst geht man hin. Und das junge Paar, was verliebt ist, die, die haben ja das Gefühl, er hört dann noch sehr gut zu und sie auch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wie, wie groß ist ja. denn die Einsichtigkeit des Paares sofort, mhm. so ein Kommunikationstraining zu machen? Das Das ist ganz interessant. Das verändert sich ein bisschen. Das Letzte habe ich Anfang März gegeben und da war das erste Mal von sieben Paaren vier, wo der Mann die Frauen mitgenommen hatte. Die Frau mitgenommen hatte. Die letzten Kurse war immer, wo der Mann eigentlich fand, es ist überflüssig, denn man sagt einfach, wie es ist und damit ist es auch erledigt. Man muss nicht lange über Dinge reden, die lassen sich doch einfach klären, schnell. Und einer hat einen ganz guten Beitrag gegeben, hat gesagt: ist es, ist es nicht unfair, wo man weiß, dass die Frauen eh zehnmal so viel reden wie die Männer, dann von den Männern zu verlangen, dass sie immer zuhören sollen? Könnte man nicht sagen, sie brauchen nur ein, einmal von zehn Mal zuhören. Frauen und Männer kommunizieren ja auch sehr unterschiedlich. Sehr, ja. Worauf basiert denn so ein Training? Wie, wie, wie läuft das praktisch ab, wenn ein Ehepaar kommt und so ein Kommunikationstraining bei Ihnen ja, beispielsweise also, macht? Wenn sie, ich mache es manchmal auch privat, also bei mir, aber wenn es, ähm, wenn es angeboten wird von der Kirche, dann ähm, kommen eben sieben Paare oder acht Paare und pro zwei Paare ein Trainer. Und das hat sehr viel für sich, weil man immer dieses, dieses Plenum hat, die, die Runde aller Paare, wo erklärt wird, der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte. Äh, und wo man auch nachher die Erfahrungsaustausch zusammenwirft. Und das ist, hat ja oft auch etwas Erleichterndes, wenn man merkt, den anderen fiel dies und jenes genauso schwer oder das leicht und so weiter. Ähm, es läuft so ab, dass man zunächst lernt, bestimmte Regeln zuhören. Es wird unterteilt in Zuhörer und Sprecher. Und ähm, der Sprecher hat bestimmte Regeln zu befolgen. Er spricht von sich, er spricht von bestimmten Situationen, er äußert auch mal ein Gefühl ähm, und so weiter. Also da gibt es so fünf Regeln. Und der Zuhörer äh, hört empathisch zu, auch mit Körperbeteiligung. Er ähm, fasst zusammen, was er gehört hat als Zeichen. Das fällt oft sehr schwer. Das ist interessant, wie schwer es fällt, zusammenzufassen, weil in die Zusammenfassung oft schon eine Interpretation einfließt, die schon wieder den anderen verletzt. Nicht? Wie, wie schwer es auch fällt, überhaupt zuzuhören. Richtig. Hm? Ganz hochinteressant. Aber äh, dann gibt es eben das Zusammenfassen, dann gibt es äh, weiterführende Fragen, also nicht ergänzende Fragen, also nicht die Gegenmeinung bereits, sondern ergänzende Fragen. Und wenn der Sprecher sich vollkommen verstanden fühlt, dann wechselt die Rolle, dann kann der Zuhörer zum Sprecher werden und sagen, aha, und so weiter. Das ist ein sehr äh, zunächst ein bisschen künstlich wirkender Prozess, aber die ähm, Früchte davon ernten die Paare sehr schnell. Das ähm, Schöne ist, dass also sie lernen zuerst diese Techniken an Themen, die nicht ihre Themen sind, also wo sie emotional noch ganz unbeteiligt sind. Dann geht es über zu Themen, die Ihnen fröhlich, also die Sie fröhlich machen, zu Themen, die Sie belasten. Und dann gehen Sie auf äh, Fragen von Werten, gemeinsamen Werten. Ein sehr wichtiger Punkt, sehr gut recherchiert ist dieses Programm, weil das ist ja eben etwas, was ein, ein Paar, eine Ehequalität ausmacht, dass man sich zumindest klar ist, was ist dem anderen wichtig? Und was ist uns beiden wichtig? Auf was können wir beide bauen? Und dann geht es äh, um Glauben. Fragen und um Sexualität. Und das Interessante dabei ist, dass zum Beispiel die Sexualität, die ja in den Medien, wo sie nicht hingehört, also auf eine sehr banale Art ständig präsent ist, in der Ehe, wo sie hingehört, so gut wie nicht besprochen wird. Und äh, man muss das Thema nicht irgendwie auswalzen, aber äh, es ist ja ganz wichtig, auch mal darüber zu reden. Und ähm, dann gibt es das Thema Glauben. Das ist ganz ähnlich. Wie Sexualität wird über den Glauben in der Ehe fast nie gesprochen. Und trotzdem ist er ja das, was eine Ehe trägt und was sie verbindet, ein Paar. Da, wo es gelingt und da, wo es lebt. Und das ist oft der Anfang einer solchen. Gemeinsamkeit. So einer eine lebenslangen ja. Gemeinsamkeit. Ja, ja, das ist sehr erfreulich, muss ich sagen. Mhm. Ein Priester hat einmal bei einer Trauungszeremonie gesagt: Ehepaare sollten nicht zurückrechnen, nachrechnen, aufrechnen, damit sie hinterher vielleicht miteinander abrechnen, sondern Zeit und Verständnis füreinander, eine gepflegte Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung und gemeinsame Werte. Dies alles sind keine Garantiefaktoren für eine lebenslange Ehe, aber sie können dabei helfen. Und Sie haben gehört, neue Untersuchungen zeigen, verheiratete Menschen sind im Durchschnitt glücklicher und werden älter. Das war Spirit, Leben mit Stil. Vielen Dank fürs Zuschauen.